Und willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Und ja, im letzten Part habe ich gesagt, dass ich noch ein klein wenig trainieren gehe. Und das habe ich natürlich auch gemacht und ich will es euch nicht vorenthalten. Ganze 4 Level. Und ja, an dem Galt hat man es auch gerade gut gesehen, dass es ordentlich etwas war. Und ja, wo kommst du, kleiner Drecksack, denn her? Na gut, dann kriegst du erstmal voll aufs Maul. Und wir haben auch natürlich auch viele neue Taktiken gelernt und die werde ich euch natürlich auch gerne zeigen. Nämlich Beast. Zack, damit können wir die Gegner wegjagen. Und wie man merkt, vielleicht ist Kratos gerade nicht im Team und was soll ich sagen? Für den nächsten Kampf ist der einfach, ja, brauchbar wäre er schon noch, aber einfach nicht zu Nutze für uns. Denn die anderen Charakter sind besser. Und das war übrigens gerade ein neuer Zauber von Genus. Ganz nebenbei einfach nochmal so erwähnt. Ansonsten hätte ich das gleich auch noch gesagt. Aber Genus zeigt ja gern das, was er gelernt hat. Also gehen wir jetzt mal zum Ossa-Pfad. In die Höhle. Und hier habe ich übrigens auch trainiert. Das ging dann eigentlich rucki-zucki, denn wir haben pro Kampf ungefähr zwischen 80 und 100 Erfahrungspunkte erhalten. Und an den Monstern laufen wir gewieft vorbei, denn hier gibt es eigentlich nichts Neues. Aber die Kisten holen wir uns noch schnell. Zack, hier eine und hinten haben wir auch nochmal... Hilfe. Zwei, glaube ich. Nee, hau ab, du ekelhafte Pflanze, Mann. Nee, ja, klar. Ja, genau, du sagst es, Rain. Ach so, und ja, genau, warum Kratos eigentlich draußen ist. Ganz einfach. Ich brauchte auf jeden Fall einen Heiler und da Rain besser heilen kann als Kratos, habe ich Kratos halt rausgeschmissen, weil wir Colette auf jeden Fall brauchen, denn sie kann Lichtattacken mit ihrem Angel Feathers. Und das, ja, ist sehr vorteilhaft für den nächsten Kampf, aber ich will nicht zu viel verraten. Das sehen wir ja auch gleich selber. Zack. Den Bogenschützen haben wir voll weggeschlitzt. Und ja, Rain hat auch noch eine neue Attacke gelernt, die unseren Angriff verstärkt. Und mit ihrem Verteidigungserhöhungszauber haben wir da auch noch was super bei. Hier haben wir gerade noch schwarzes Silber erhalten und natürlich kommt der Gegner hier auch direkt wieder. Zwei Teddybären. Yay! Wollen wir kuscheln? Und ich habe im letzten Part gemerkt, dass ich gar nicht mehr auf die Unisono-Attacken eingegangen bin. Aber gleich im nächsten Kampf werden wir sie auf jeden Fall sehen. Und ihr könnt euch freuen, das ist cool. Ich habe das auch so schön eingerichtet. Denn es ist im Prinzip eine Attackenkombination von den ganzen Charakteren. Und das kann ordentlich Schaden machen. Hey, wir hatten hier die Kiste geklaut. Okay. Ich habe gedacht, hier wäre noch eine. So. Scheiße, Leute, ich bin doof. Ich bin doof. Ich war noch gar nicht einkaufen. Das muss ich ja auch noch mit euch machen. Ansonsten sieht das gleich schlecht für den nächsten Kampf aus. Entschuldigung. Dann gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Und willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Und ja, wir gehen noch vorher einkaufen. Ich Depp. Naja, egal. Aber auf dem Weg können wir noch was holen. Denn hier müsste eigentlich noch ein Wunderkoch in der Hütte sein. Hallo, Stan. Ah ja, da hinten steht er. Dieser Dodo. Zack. Das ist dieser Axtschnabel als Statue. Oh mein Gott. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch das Rezept für ein einfaches und köstliches Gericht bei. Reisbällchen. Was? Wir haben gelernt, wie man Reisbällchen zubereitet. Ich meine, das ist ja auch so schwer. Reisbällchen, man benötigt nur eine Zutat. Reis. Oh, sag an. Gut. Aber wir wollten die einfach holen. Denn die ist ja direkt in der Nähe. Und wie konnte ich vergessen, einkaufen zu gehen? Mann, scheiße. Verdammt! Egal, machen wir das noch schnell. Ja. Nämlich hier bei dem Fischverkäufer können wir auch noch andere Sachen kaufen. Blau und schnell. Ja, nämlich Apfelgel. Das holen wir voll. Zack, so viel wie geht. 20 ist das Maximale übrigens. Es gibt noch eine Möglichkeit, an 30 zu kommen, aber erst nach einmaligem Durchspielen. Oh ne, das ist mir aber ein bisschen zu teuer hier. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Ja, aber 12 hätte ich schon gerne. So, und dann noch Wasser des Lebens. Einige. Einige. Ja, okay, einige. So.
Gut, dann hätten wir alles, was wir brauchen, und ich denke mal, dass wir es überleben werden. Hoffentlich. Ich wäre gern noch stärkere Waffen kaufen gegangen, aber dafür hätte ich mit euch in ein weiteres Gebiet gehen müssen und... Nee, das wollte ich dann doch nicht. Dann habe ich mir gedacht, gut, mache ich noch 2 Level mehr und dann sollte es hoffentlich klappen. Geh weg. So, jetzt kann aber endlich der Kampf beginnen. Zack, ab nochmal schnell in die Höhle. Oh, Entschuldigung nochmal. Zack, Hallöchen. Und dafür wird der Kampf aber hoffentlich alles wieder wettmachen, weil der ist richtig geil. Zack. So, gehen wir noch hier hinten hin. Und das ist besagtes Objekt. Subjekt. Aber hier haben wir noch 2 Kisten. Die eine ein bisschen fieser versteckt, die andere weniger. Und hier haben wir eine Erfahrungsgemme. Aber darauf gehe ich erst nach dem Kampf ein. Oh. Wünscht mir Glück. Zack. Ich kämpfe, ihr Stark. Kämpft mit mir. Kämpfe, bereit zu sterben. Auf jeden Fall. Aber bist du auch bereit? Oh mein Gott. Oh, und der ist echt nicht von schlechten Eltern. Zack, den scannen wir mal. Und man sieht, er hat 8800 Leben. Und sein Schaden ist noch viel heftiger, den er anrichten kann. So. Ja, und cool. Oh, das haut so schön rein, Angel Feathers. Zack, oh, Hilfe. So, ach so, ja, und die Unisono-Attacken. Wartet, nach Stalagmite. Ja, er soll noch aufstehen, weil er ist jetzt gerade im Overlimit-Modus und nee. Nee, doch nicht? Okay. So, Unisono-Attacken und zack, zack, zack. Ja, sehr schön. Nämlich, die ganzen Charakter können dann halt Attacken kombinieren. Es gibt da so einige Kombinationen, die sind ganz brauchbar. Und ja, da hat Rain gerade das Zeitliche gesegnet. Moment, einmal wiederbeleben. Zack, wir haben ja noch genug Wasser des Lebens. Ich hoffe, die erhöht gleich mal die Verteidigung von uns und den Angriff. Oh, 5500 hat er. No, oh, oh. Ja, Scheibenkleister. Wahrscheinlich nicht genug trainiert hier. So. So, ich sag einfach mal Rain, die soll mir hier eine höhere Verteidigung geben. Da wir ja die ganze Zeit in der Nähe davon sind, Barriere erhöht zeitweilig die Verteidigung. So, und dann lenkt... Leute, ich hab den Gegner unterschätzt. Ja. So, also nochmal... Ne, wir warten erstmal ab, bis wir Rain heilen. Komm mal, Genius. Au. Ciao, Genius. Schande. Der Gegner ist viel zu mächtig, ich sag es euch. Zack. Uns erstmal hier ein Apfelgel. Und jetzt können wir auch wieder Rain beleben. Oh, Wasser des Lebens auf Rain. So. Colette, nein, geh da weg. Hilfe. Zack. Und zurück. Colette, es wäre sehr schön, wenn du mal eine Attacke machst. Moment. Einmal auf Technik. Zack. Oh. Warum sagst du das denn nicht, dass du Orangengel brauchst? Hier, bitteschön. So, und Tempest, ab. Leute, ich habe so Schiss gerade vor den Gegnern. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich großartig sagen soll. Ich will nach Hause. Ich will nicht mehr. Ja, Angel Feathers, ich will wieder. Komm her, du kleiner Stinker. Oh, oh. Hilfe. Mama, ich will nicht mehr. Wir könnten auch mal Genius wiederbeleben. Oh, ich glaube, der hat genug auf dem Boden gelegen. Vor allem bei dem ganzen Dreck und Staub in dieser Höhle. Das ist ja... Ja klar, ja klar. Leute, guckt euch den Gegner an. Das geht doch überhaupt nicht. Ja, ja komm. Fick dich. Echt mal. Nein. Und zack. Rain, wie wär's mal, wenn du nach hinten läufst? Kann ich dir das nicht irgendwo sagen? Strategie. Rain. Okay, die ist ja gerade im hinteren Feld. Moment, freier Angriff. Ferner Angriff. Angriff auf dem... Nee. Ausschwärmen. Die Teame... Nee. Freundschützen, denn bist du bescheuert. Reduzieren, Magieabwehr, hoher... Hä? Klar. Gibt's nicht irgendwas so... Verpiss dich immer vom Gegner? Au. Die Teammitglieder kämpfen... Nein. Freikampf. Frontlinie an... nicht verfolgen. Position halten. Langstrecken...
Ja, eigentlich schon, oder? Langstreckenmagie und jetzt hau ab, Rain. Ah. Oh, das hat sie auch gebracht. Super. Danke, Rain. Vielen Dank auch. Gut, dann eben nicht, wenn die Gegner, wenn unsere Teamkameraden meinen, dass sie das nicht nötig haben, dann sollen sie doch. Oh, nur noch 3000. Ja, ich hab doch wieder Hoffnung bekommen. Hoffentlich schwindet die nicht allzu schnell. Lasst, Genius, hau doch ab da. Colette, wir brauchen dringend deine Hilfe. Ja, zieht, nee, Apfelgel. Aber Leute, ich hab noch für alle Fälle noch ein Ass im Ärmel, also verlieren werden wir den Kampf nicht. Auch wenn es gerade ein klein wenig heikel aussieht. Denn wir haben ja immer noch die Teilung, die wir im Tempel von Ifrit erhalten haben. Tempel von Triad. Und die halbiert ja jeglichen Schaden. So, was wollte ich? Genau, ich wollte die Olle wiederbeleben. Zack. Ja, Stalagmite. Und in der Zeit gebe ich Colette doch nochmal wieder ein Orangengel, damit sie auch wieder ihr Angel Feathers einsetzen kann, weil das ist die Geheimwaffe schlechthin in dem Kampf. Ja, Rain war eine Scheißwahl, ich sag's euch. So, aber egal. Angel Feathers. Ist voll drauf. Oh, Colette, ich hab dich lieb. Apfelgel. Bloß nicht. Wasser des Lebens. Aber ganz zackig hier. Danke. Ja, kannst du mich vielleicht nochmal aufstehen lassen, du dummer Gegner? Colette, komm, wir hauen jetzt ab. Wir gehen nach hinten. Puh, Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie angespannt ich gerade bin. Oh, nur noch 1000. Da, der Gegner hat keine Schnitte. Was bist du doch für ein Loser? Aha. So, Wasser des Lebens auf Genius mal. Nein, lass Colette in Ruhe. Die macht gerade Angel. Versirsch. Warum ist der Gegner so verdammt stark? Aber wir brauchen das auf jeden Fall hier. Den Gegner. Ich opfer jetzt mal ein Citrus-Gel, damit wir eine größere Heilung kriegen. Und ja, vergnüg dich ruhig. Mit Genius habe ich kein Problem, du pädophiler, schwuler Sack, du. Er ist gleich down. Zack, und wir beleben noch einmal Rain wieder. Und dann wäre es auch eigentlich geschafft. Und oh, wie wir alles verschwendet haben, was wir hatten. Ja, danke schön. Zack. Wir bleiben mal hinten, geben Colette noch ein Orangengel. Und dann sollte sie den Rest eigentlich machen. So. Ja, Colette, klar. Oh, Colette. Wasser des Lebens. Ein letztes Mal hoffentlich. Zack. Oh. So, komm jetzt her. Warum blinkt der so beschissen? Kannst du mal aufhören zu blinken? Das ist ein Bug, ein fürchterlicher Bug. Er kriegt wenig Schaden und macht einen starken Angriff. Das ist... Scheiße. So. Und ich werde doch jetzt nicht die Teilung einsetzen für den letzten Moment. Blinkt der Gegner immer so? Ich habe das gar nicht mehr richtig in Erinnerung. Mischgel, nee, Apfelgel auf Colette am besten. Zack. Komm, Nein, jetzt bin ich tot. Jetzt kann ich nichts mehr tun. Ich kann nicht mehr gucken, wie viel Leben er denn hat. Ich habe Angst, Leute. So, Teilung. Schnell. Oh mein Gott. Hilfe. Nein, Leute. Nein! Sorry. Fick dich! Du Spasti! Was ist das denn? Oh mein Gott! Leute! Ignoriert den Part, das ist das Allerbeste. Er hat schon scheiße angefangen. Ja, super. Danke. Hinfort, Schwächlinge! Und ja, er lässt uns leben, gütigerweise. Aber wisst ihr, was ich da normalerweise zu sage? Leck mich, ich drück Reset, damit wir das ganze Geld wieder haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann direkt wieder hier bei dem Todbringer, wie ich ihn gerne nenne seit neuestem. Ciao, Leute!